Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Webinar Next Generation DKE, die nächste Generation Normung teilzunehmen. Dies ist das fünfte DKE-Webinar einer ganzen Reihe. Ein weiteres Webinar zu dem Thema Requirements Engineering, agile Standardisierung oder Smartes Engineering folgt heute um 16 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der DKE-Homepage. Im heutigen Seminar zur Next Generation DKE, die nächste Generation Normung, wird es um die Einbindung der Studenten und Neueinsteiger in die Normung und Standardisierung gehen. Das Webinar wird etwa 30 Minuten dauern und die Präsentation besteht aus 17 Folien. Dazu begrüße ich die heutigen Referenten zu diesem Thema, Herr Clemens Klemm und Herr Jens Liebrands, die Experten in der DKE und Siemens für das heutige Thema Next Generation DKE sind. Clemens Klemm ist seit 2008 als Produktmanager für geregelte Gleichstromversorgung bei Siemens tätig und seit 2010 macht er dies auch bei uns in der Standardisierung und ist von Beginn an bei der Next Generation dabei. Herr Jens Liebrands ist als Diplomant vor 5 Jahren bei der DKE eingestiegen und hat im Anschluss die Normung im Bereich E-Mobility betreut. Seit 2012 ist er als Projekt- und Normungsmanager im Bereich Standardisierung und Innovationstätig und dabei auch für die Next Generation verantwortlich. Er ist der Hauptansprechpartner für das heutige Thema. Und jetzt kurz zu mir. Ich bin Jessica Fritz und ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich selbst bin Mitarbeiterin bei der DKE und dort für die Themen Smart Human Building, Industrie 4.0 und für Requirements Engineering und Management zuständig. In meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. Im weiteren Verlauf werden die Referenten und ich uns mit Vornamen anreden, da wir uns persönlich gut kennen. So, bevor Jens mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise für Sie. Sie sind während unserem Webinars stumm geschaltet, einfach vor dem Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das sollen Sie sogar, beziehungsweise wir würden uns sehr freuen, wenn Sie aktiv an unserem Webinar teilnehmen würden. Dazu nutzen Sie bitte unsere Question and Answer-Funktion. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Wir werden diese Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese stellen, beantworten. Das heißt, ich gebe die Fragen direkt an Jens oder Clemens weiter. Oder wir heben Ihre Fragen bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten diese dann gebündelt. Dies hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Art der Frage ab. Ich werde dies dann als Moderator intuitiv entscheiden und Sie so durch das Webinar führen. Im Anschluss an das Webinar wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie gerne bitten möchten, teilzunehmen. Denn wir möchten Ihnen auch in Zukunft gerne Mehrwerte bieten und sind dabei natürlich an Ihrer Meinung interessiert, damit wir Ihnen diesen Mehrwert auch zu Ihrer Zufriedenheit anbieten können. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Somit übergebe ich an Herrn Jens Liebrands und wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Webinar. Ja, Jessica, ein großes Dankeschön von meiner Seite für deine tollen einleitenden Worte. Und liebe Teilnehmer, natürlich auch ein Dank an Sie für euer Interesse und die Teilnahme an diesem Webinar. Da ich als Hauptamtlicher bei der DKE für diese Initiative verantwortlich bin, werde ich diese Initiative im Gesamten vorstellen und dabei vor allem auf die Hintergründe und Ziele eingehen, sodass wir alle ein gemeinsames Verständnis dafür haben. Ich möchte also zunächst in das Programm einführen, welches sich an Studenten und Young Professionals in der Normung richtet. Später wird euch dann Clemens direkt zu seinen Erfahrungen berichten. Die Vorstellung des Programms ist in 4 Bereiche gegliedert. Wie bereits erwähnt, erläutere ich zunächst die Hintergründe, das heißt, wo kommen wir eigentlich her. Anschließend stelle ich die Ziele der Next Generation DKE vor und leite dann über in die Strategie. Abschließend stelle ich euch ein paar unserer Aktivitäten vor, bevor dann Clemens mit seinen Erfahrungen fortsetzt. Ja, wo kommen wir denn eigentlich her? Im Jahr 2010 wurde, initiiert durch die USA, auf dem IEC General Meeting das IEC Young Professionals Programm ins Leben gerufen.
Dazu muss man sagen, dass die IEC die internationale Normungsorganisation ist, wo wir als DKE vertreten sind. Und dort findet alljährlich ein General Meeting statt und parallel dazu jetzt ein Young Professionals Workshop. Seit 2010, seit diesem Jahr, findet jedes Jahr parallel zum besagten General Meeting dieser Workshop statt. Und dieser soll eben die kommenden Ingenieure, Techniker und Manager zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit bieten, sich an der Arbeit der IEC, also der internationalen Normung, zu beteiligen. Wir hier aus Deutschland von der DKE entsenden jedes Jahr 3 Teilnehmer zu diesem Workshop. Im Jahr 2013 haben wir von der DKE Studenten und Young Professionals zu einem Workshop zu uns eingeladen. Dabei kooperieren wir sehr eng mit dem VDE YoungNet, dem Nachwuchsprogramm des VDEs. Ziel dieses Workshops war es, zu erfahren, wie wir als DKE, aber auch die Normung im Allgemeinen auf Studenten und Young Professionals wirkt. Und liebe Teilnehmer, es wird Sie nicht überraschen, das Ergebnis ist, dass wir und auch die Normung im Allgemeinen nur geringfügig wahrgenommen werden und wenn dies der Fall ist, die Normung doch eher ein konservatives und sperriges Image hat. Hiermit gehen wir sehr offen um. Wir nehmen dieses Feedback sehr ernst und daher haben wir gesagt, dass wir den Einfluss von Young Professionals in der DKE stärken wollen. Wir wollen den Generationenwechsel unterstützen und wir wollen sogar Arbeitsprozesse modernisieren. Daher haben wir dann die Initiative Next Generation DKE ins Leben gerufen, die diese Aktivitäten bündeln soll. Ja, das ist der Hintergrund der Next Generation DKE. Kommen wir nun zu unserer Strategie. Also, wie wollen wir das eigentlich erreichen? Wir haben unsere Strategie in 3 Bereiche gegliedert, die die folgenden 3 Fragestellungen erörtern sollen. Die erste Frage ist, wie schaffen wir Wissen über Normung? Hier zu sehen als der Bereich Inform Next Generation. Hier arbeiten wir daran, Wissen über die DKE und die Normung so bereitzustellen, dass wir Studenten und Young Professionals erreichen. Wir möchten dabei einen Ausblick auf unsere Facharbeit geben und das Bewusstsein für die Normung steigern. Die zweite Frage ist, wie gewinnen wir neue Experten für die Normung? Hier zu sehen als der Bereich Acquire the Next Generation. Hier möchten wir Young Professionals künftig in unseren Gremien stärker einbinden. Und die dritte Frage ist, wie involvieren wir Studenten und Young Professionals in die Weiterentwicklung der Normung? Der Bereich Involve the Next Generation. Hier möchten wir die kommende Generation nicht nur fragen, wie die Normung in Zukunft funktionieren könnte, sondern gezielt mit ihnen daran arbeiten, sie also direkt in die Projekte zur Weiterentwicklung der Normung einbinden. Okay, das nun zur Theorie. Was sind unsere Aktivitäten? Wir nutzen zum Beispiel vermehrt die sozialen Medien, um über Aktivitäten und Themen bei uns zu informieren. So haben wir einen eigenen Twitter-Kanal, wir haben eine Facebook-Seite und auch eine Facebook-Gruppe. Wir sind auf Google Plus zu finden und natürlich auch auf YouTube. Außerdem möchten wir Hangouts und Webinare anbieten, um so die jüngere Generation gezielt ansprechen zu können. Ein Beispiel ist eben genau dieses Webinar hier. Wir kooperieren mit Hochschulen. So haben wir ein Science-to-Standard-Programm, das sich eben an Studenten bei der Ausarbeitung ihrer Studien und Abschlussarbeiten richtet. Ziel ist es hier natürlich, innovative Themen für die Zukunft zu identifizieren und das Programm soll dabei die Studenten unterstützen. Zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung, es soll ihnen die Möglichkeit geben, sich mit Experten aus Industrie und Politik zu verbinden. Es gibt Einsicht in die Erarbeitung von Normen und Standard und es erfolgt auch alljährlich eine Prämierung der besten Abschlussarbeit. Dazu kann ich euch mitteilen, dass ich selbst im Jahr 2009 an diesem Programm teilgenommen habe und eben so in die Normung eingestiegen bin. Meine Aufgabe war es da zum Beispiel, die Lösungsansätze von Elektrofahrzeugen hinsichtlich ihrer technischen Reife zu quantifizieren und so eine Normungsstrategie entlang der technischen Reife zu entwickeln. Ja, was
machen wir noch? Wir veranstalten gemeinsame Events. Hier zu sehen die DKE-Tagung im Jahr 2014 mit einer großen Anzahl an Teilnehmern. Und gemeinsam heißt eben hier, dass wir den Young Professionals die Möglichkeit bieten, einen eigenen Part auf unseren Tagungen zu haben. Hier am Beispiel eine Podiumsdiskussion mit Experten, die die Zukunft der Normung erläutert, beziehungsweise wo sie besprochen wird, mittels einer modernen Methode. Und gleichzeitig verwenden wir hier das Livestreaming per Hangout on Air. Und das Besondere ist eben hier, dass wir den Young Professionals die Möglichkeit bieten, selbst zu moderieren und dieses Forum zu gestalten. Und so von Next Generation zu One Generation zu gehen. Was machen wir noch zum Thema zum Beispiel Involve the Next Generation? Wir machen Fallstudien und Pilotprojekte, um eben die nächste Generation zu involvieren. Als Beispiel geht es hier eben darum, wir möchten den Bedarf des zukünftigen Marktes erfüllen und dies eben gleich unter der Verantwortung von Young Professionals durchführen. Hier ein Beispiel der Fallstudie zur Online-Kommentierung eines IEC-Normentwurfs, um mit einem Standard in einer webbasierten Umgebung zu erarbeiten, mit den Zielen eben die Akzeptanz zu testen, die Transparenz zu erzeugen und den Reifegrad zu erhöhen. Hier möchte ich jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, da der Durchführende, der Clemens, hier selbst seine persönlichen Erfahrungen vorstellen kann. Von daher möchte ich jetzt hier erstmal beenden und übergeben. Vielen Dank, Jens. Hallo Clemens, du bist ein Mitglied der Next Generation DKE. Stelle uns bitte deine projektagile Normentwicklung vor. Ja, ich möchte an dieser Stelle auch zunächst die Teilnehmer im Webinar begrüßen. Das Projekt, das ich vorstellen möchte, hat 7 Monate gedauert und die Projektidee ist, mehr Transparenz bei der Normenerstellung zu schaffen. Denn durch die Transparenz werden die Abläufe sichtbar. Und diese Sichtbarkeit, das ist dann letztendlich die Voraussetzung, um die Dinge zu analysieren und neu zu denken. Wir haben also nicht nur den Gedanken der erhöhten Transparenz, sondern auch eine Erneuerung und Vereinfachung. Und deshalb trägt das Projekt den Titel Agile Normenentwicklung. Die Normung hat die Notwendigkeit für Veränderung und mehr Transparenz auch erkannt. Was ist denn dann der Mehrwert dieser Fallstudie? Ja, Jessica, das stimmt. Die Notwendigkeit der Erneuerung wurde auch erkannt und wird mittlerweile auch umfassend diskutiert. Leider sind halt die konkreten Maßnahmen innerhalb der Normung sehr langsam und zaghaft. Die Gründe für diese langsame Veränderung ist sicherlich der komplexe Aufbau und auch die lange Historie der Normung. Und an dieser Stelle unterscheiden wir uns als Next Generation DKE ganz entscheidend von allen anderen Aktivitäten, denn wir existieren erst seit 2013. Wir wollen gezielt Impulse setzen und die Veränderung anstoßen und vorleben. Wir haben also die Zukunft im Kopf und müssen uns nicht wirklich mit der Vergangenheit beschäftigen. Und wir möchten die Dinge ausprobieren, also wir verfolgen ein Doing, anstatt zu theoretischer Betrachtung. Und daher die Idee, in einem Normengremium an einem realen Normenentwurf eine Fallstudie durchzuführen. Und die Zielstellung war, den althergebrachten und eingespielten Prozess aufzubrechen und die Ideen der zukünftigen Normengeneration ins Spiel zu bringen. Du sprichst von den Ideen der zukünftigen Normergeneration. Erzähl uns genaueres, wie diese Erneuerung in der Fallstudie aussieht. Also wir als Next Generation DKE haben schon konkrete Vorstellungen für die Arbeit an einer Norm. Ja, also wir möchten die Normerarbeitung online, wir möchten die Inhalte sammeln, teilen, kommentieren, diskutieren. Wir möchten immer den aktuellen Stand haben, idealerweise im Webbrowser. Wir möchten Zugriff über den Laptop, PC, Smartphone. Ja, und diese Themen führten dazu, dass wir die Idee hatten, einen Normenentwurf in einem Wiki zu stellen und durch die Experten zu kommentieren lassen. Im Vergleich dazu
erfolgt die Arbeit heute überwiegend mit Word und PDF. Wer bei dem Termin aus Zeit- oder Kostengründen nicht anwesend sein kann, hat also kaum Einfluss oder auch einen Durchblick. Und diese Themen stammen noch aus der Zeit, als es keine mobile Kommunikation oder vielleicht sogar kein Internet gab. Auf dieser Seite ist der erwähnte Wiki zu sehen. Die Experten diskutieren und editieren direkt im Browser den Nomenentwurf, hier in der Mitte dargestellt. Die Änderungen sind für jeden ersichtlich, jederzeit und überall. Die Plattform, auf die wir aufgebaut haben, heißt NormES. Und NormES wurde im Zuge eines Forschungsprojektes für die Brennstoffzellentechnologie an der RWTH Aachen entwickelt. Und diese konnten wir dankenswerterweise auch für die Fallstudie verwenden. Wir bekamen auch umfangreiche Unterstützung und die RWTH Aachen hat die Fallstudie auch begleitet. Die Aufgabe der Experten war es nun, die Norm online zu kommentieren. Wir haben sozusagen als Next Generation gemeinsam mit den Experten ein Pilotprojekt durchgeführt. Dann würde mich jetzt interessieren, welche Ergebnisse habt ihr mit der Fallstudie gesammelt? Also wir haben einen Abschlussbericht und eine Abschlusspräsentation erstellt und in der DKE verteilt. Dieser Bericht, der vereint die Meinung der Experten und die Gedanken der Next Generation DKE. Der Abschlussbericht besteht aus zwei Themenblöcken. Der erste Themenblock ist die Arbeit mit der webbasierten Plattform. Dort haben wir hinterlegt, was gut und was schlecht war, welche Funktionalitäten eine Plattform besitzen sollte. Der zweite Teil des Abschlussberichtes gibt Ideen für die zukünftige Normerstellung. Denn aufgrund der transparenten Arbeitsweise können neue Abläufe in der Normerstellung etabliert werden, die halt deutlich einfacher als die bisherigen komplexen Abläufe sind. Doch das würde natürlich eine fundamentale Änderung an der Normungsarbeit bedeuten und sehr, sehr tief in die Struktur eingreifen. Vielen Dank, Clemens, für die Vorstellung deines Projektes. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, eines eigenen Projektes durchzuführen. Dazu stellen sich mir sehr viele Fragen. Wie kann ich zum Beispiel überhaupt ein geeignetes Thema finden? Ja, wie finde ich ein neues Projekt? Diese Frage lässt sich anfangs relativ einfach beantworten. Denn, wie Jens bereits vorgestellt hat, basiert die Next Generation DKE auf drei Säulen: Inform, Acquire und Involve. Und abhängig von meinem aktuellen Verhältnis zur Normung lässt sich dort recht einfach die Eingruppierung vornehmen. Für alle, die bisher noch keinen Kontakt zur Normung hatten, bietet sich ein Projekt im Bereich Inform an. Dort könnte es zum Beispiel darum gehen, wie informiere ich Teilnehmer, die noch keinen Kontakt zur Normung haben, was erwarte ich oder welche Informationen erwarte ich und welche Kanäle würde ich gern dafür benutzen. Der zweite Bereich oder die zweite Säule ist Acquire. Das bietet sich an für Ingenieure in Entwicklungsabteilungen oder im Prüflabor, die schon mit Standards arbeiten. Beispiele für Projekte könnten dort sein, wie und wo kann ich gezielt Fragen zu einer Norm platzieren oder wo kann ich sogar Verbesserungsvorschläge zu einer Norm einbringen. Die dritte Säule ist Involve. Das sind dann für Teilnehmer oder für Normungsexperten, die bereits in der Normung aktiv sind. Zum Beispiel wäre dort ein Thema diese agile Fallstudie Normenentwicklung. Wie kann ich bei der Normenerstellung mitarbeiten? Dabei spielt natürlich auch die Arbeitsweise eine entscheidende Rolle. Und wir kommen immer wieder auf dieses Thema IT-Tools zurück. Und in diesem Bereich bieten sich für alle drei Bereiche oder alle drei Säulen in Form, Acquire und Involve Projektmöglichkeiten. Unterstützung für die Projekte erhalte ich natürlich direkt durch die DKE oder auch durch die Next Generation DKE. Möglich wäre es, Gleichgesinnte in der Initiative zu treffen und gemeinsam Projekte als agile Gruppe durchzuführen. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch auf den Young Professionals Workshop der IEC eingehen, den Jens bereits eingangs erwähnt hat. Das ist eine gute Möglichkeit, weltweit junge Normer zu treffen. Und hier möchte ich auch ein paar Eindrücke
aus 2013 von Indien geben, wo ich selbst teilnehmen durfte. Dieses Young Professional Programm ist immer parallel zum General Meeting der IEC. Dort treffen sich also die jungen Normer als auch die Normungsexperten. Und wir konnten an Vorträgen und Diskussionen mit Vertretern und Repräsentanten der nationalen und der internationalen Normungsorganisationen teilnehmen. Ich hatte auch die Möglichkeit, an einem bilateralen Treffen zwischen Deutschland und der USA teilzunehmen. Und wir haben auch Sitzungen von Normungsgremien besucht. Und natürlich konnten wir auch Eindrücke von Land und Leuten gewinnen. 2014 war dieses Young Professional Program in Tokio. 2015 wird es in Minsk in Weißrussland sein und 2016 in Deutschland. Und Jens wird euch sicherlich noch genaueres zur Bewerbung für die kommenden Programme sagen. Ja, Clemens, danke dafür. Gerne sage ich noch etwas zu dem IEC Young Professionals Workshop. Es ist so, dass wir erstmalig seit diesem Jahr uns direkt an die Normungsexperten in den Gremien wenden. Das heißt, wir haben beispielsweise dieses Jahr per Rundschreiben alle Gremien dazu aufgerufen, dass wenn dort Teilnehmer sind, die die IEC-Kriterien erfüllen, dass sie die Möglichkeit haben, sich für diesen Workshop zu bewerben, da wir 3 Teilnehmer entsenden können. Kriterien sind beispielsweise, dass man Anfang 20 bis Mitte 30 ist, nicht älter, dass man einen Bezug zur Normung hat, was aber durch die aktive Mitarbeit in dem Gremium bereits gegeben ist. Und dass man natürlich die Schnittstelle zur IEC sucht, das heißt, dass eine internationale Aktivität vielleicht dabei unterstützt, auch die Normungsarbeit weiter voranzubringen. Das ist für Minsk dieses Jahr bereits gelaufen. In 2016 ist es so, dass der IEC Young Professionals Workshop hier sogar in Frankfurt stattfindet. Das heißt, das General Meeting wird hier von uns gehostet. Eine sehr, sehr, sehr interessante Veranstaltung wird das werden, wo wir natürlich auch aktiv jetzt Mitglieder der Next Generation einbinden wollen. Auch dazu kann ich hier nochmal aufrufen, die Facebook-Gruppe der Next Generation DKE. Dort besteht die Möglichkeit, sein Interesse zur Teilnahme an diesem Meeting zu äußern. Wir haben dort einige Sachen vor, sodass auch mehr als 3 Teilnehmer zumindest die Möglichkeit bekommen, an diesem General Meeting teilzunehmen. Von daher möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Das zum Thema IEC Young Professionals Workshop. Nutzen Sie die Chance, wir würden uns freuen. Ich würde jetzt dann wieder an die Jessica, die Moderatorin, übergeben mit der Frage, ob dann Fragen in uns eingegangen sind, die wir jetzt noch beantworten können. Vielen Dank an die beiden Referenten Jens und Clemens. Dann würde ich gerne jetzt noch 1-2 Minuten warten auf Fragen von Ihnen und stellen Sie die gerne. Ich würde die dann weiterreichen an Jens und Clemens. Momentan sind noch keine Fragen eingegangen. Ich warte noch einen kleinen Moment. Dann haben wir hier eine Frage. Unterstützt die Next Generation auch bei Findung der Arbeitgeber? So, ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ob wir beim Arbeitgeber unterstützen. Die muss ich allerdings mit Nein beantworten, da dies nicht unsere Aufgabe ist. Wir haben natürlich die Kontakte können gefunden werden, da wir auch Studenten die Möglichkeit geben, hier mal zum Beispiel in Gastsitzungen, an Gremiensitzungen teilzunehmen. Von daher besteht indirekt die Möglichkeit natürlich schon, ist aber nicht so, dass wir direkt die Kontakte für Bewerbungen oder so darstellen. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Wann findet denn das Meeting im nächsten Jahr statt, das General Meeting 2016 in Frankfurt? Ja, das Meeting in Frankfurt findet vom 12. bis zum 15. Oktober statt. Beziehungsweise sind es eigentlich 3 Tage, 12. bis 14., aber es besteht die Möglichkeit natürlich da oft noch etwas länger zu bleiben. 12. bis 14. Oktober.
Dann haben wir noch eine weitere Frage. Woran erkenne ich die Notwendigkeit von neuen Normungen? Was sind aktuelle Beispiele? Die Notwendigkeit von neuen Normungen. Zum einen sind das, also wir in der DKE nehmen vermehrt oder und verstärkt wahr, dass das sich im Prinzip auf die neuen Themen bezieht, die sogenannten, ich sage es jetzt einfach mal, Smarties, Smart Home, Smart Building, Smart Cities. Dort ergeben sich natürlich aufgrund von Schnittstellen und dass die bereits bekannten Produkte natürlich auch miteinander kommunizieren müssen, mehr interoperabel sein müssen, oft Anforderungen diesbezüglich, dass eben neue Normen erstellt werden. Dies ist aber, hängt natürlich auch ab von dem Unternehmen, in dem man tätig ist, ob das Unternehmen den Normungsbedarf sieht oder nicht. Aber in der Regel sind das die Schnittstellen, an denen Produkte miteinander arbeiten müssen. Ich hoffe, die Frage wäre damit beantwortet. Wenn nicht, stehen wir natürlich im Nachgang weiterhin dazu bereit, da das eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage ist. Momentan ist keine neue Frage im Chat drin. Ich warte noch mal ein paar Sekunden. Vielleicht noch eine neue Frage reinkommt. Gut, dann denke ich, dass alle Fragen bis hierher beantwortet sind. Bei weiteren Fragen können Sie natürlich E-Mail schreiben oder auch anrufen. Die Kontaktdaten sind hinterlegt. Dann danke ich hier vielmals unseren Referenten Jens und Clemens für Ihren Vortrag. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie daran teilgenommen haben. Sie bekommen im Anschluss einen Link geschickt mit den Aufzeichnungen und auf YouTube ist das auch zu finden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Auf Wiederhören.